Wir wechseln die Position. Was, Moment, Moment, was ist denn jetzt der Plan? Wir werden uns auf den alten Hügel zurückbegeben in eine sehr defensive Position, um die da. Die sind im Nordwesten, wir können von hier aus kaum was machen. Die sind bei der Villa Mara, ja? Richtig. Warte, das lass mich doch eben eine Entfernung dahin kalkulieren. Vielleicht kann ich. Nee, kann ich nicht, so weit. Okay, wir holen jetzt schnell unsere anderen beiden Jungs ab. Einfach mir nach. Soll ich dir Overwatch geben oder? Nee, komm schnell mit. Okay. Die sagen, dass sie bei der Villa Mara sind. Die kann ich von hier sehen. Aber, naja, da sehe ich niemanden. Von hier nicht. Jungs, Mutter. Okay. Wir werden diese Rücken hinaufgehen. Wir werden mal gucken, was wir von hier aus sehen. Bleibt schön im Schatten. Bleibt schön im Schatten. Passt auf, dass ihr nicht direkt am Horizont seid. Und wenn ihr am Horizont seid, habt immer hinter euch einen Busch oder so. Alles klar, Boss. Wir sollen bei der Villa Dings da vor uns sein, ja? Villa Mara, ja. Kann ich nicht sehen. Willst du ein paar Granaten da haben? Nein. Wir schießen nur auf einen aufgeklärten Feind. Ich glaube, das war's von uns, was da direkt eingeschlagen ist. Ja, was? Joker? Ja. Krieg mal vor und guck, ob die im Tal sind oder so. Entfernung bestimmt 330 Meter etwa. Verstanden. Verstanden. Krieg mal vor und da! Da links, links an der Seite bei Bellamann, links am Abgang. Ist okay. Da jemand hintergelaufen? Ich möchte, dass ich jetzt raus. Warte, ich muss erst meine HE einstellen. Jeder schießt ungefähr 3 HEs. Dann ziehen wir uns zurück. Verstanden, feuerbereit. Verstanden. Achtung, warte, Joker. Auf, alles auf die Ecke. Eindecken. Los! Bereit. Scheiße, es sind... Es sind eher 380. Catwalk, gib ihm saure... Kolala! Boss, ich hab jetzt 5 raus. Okay. Dann... zurück. Richtung Südwest, Süden, Süden. Alles klar, was? Hier hinterm Hügel sammeln, das heißt, wir müssen nur auf jeden Fall drauf sein. Peperoni für Catwalk kommen. Peperoni hört! Weiterer Angriff oder zurück zum Kampf? Weiter angreifen, provoziert sie mehr! Okay, stellt alle eure HEs ein. Joker, du bleibst hinterm Hügel, um uns zurückzuziehen. Wir werden alle den Hügel hochgehen. Jeder schießt eine Granate, dann gehen wir wieder zurück. Und das wiederholen wir mit Stellungswechsel. Verstanden. Verstanden. Wir gehen jetzt hier einfach direkt Richtung 340 hoch. Reihe um mich herum bauen. Linie, meine ich. Ja, Linie steht. Ja, wir müssen weiter nach hinten schießen. Wir waren schon hinter dem Abgang. Steht der eine davor? Ich hab Sicht. Habt ihr Sicht? Ich hab. Ja, aber Sicht keine Gegner. Sind die dahinter oder was? Keine Feinde. Ist egal. Einfach mal eine HE schießen und gucken. 400 Meter, dann müsste sie dahinter einschlagen. Alles das müsste sie vertreiben. Dann, Achtung, Feuer. Bereit. Warte, ich will gucken, wo sie einschlagen. Meine ist, glaube ich, auf dem Dach explodiert. Eure ist daneben explodiert. Okay. Nochmal. Und Feuer. So, zurück. Catwalk von Peperoni, habt ihr den Sichtkontakt zum Feind? Negativ, ihr Häuser wieder tot. Oh, Kontakt rechts! Sofort zurückziehen!
Sperrfeuer! Achtet auf die Verbündeten, achtet auf die Verbündeten! Tal, schieß nicht auf die im Tal! Ah, verdammt! Alter, Scheiße! Ach du Scheiße! Ja. Wie geht's dir? Alles gut? Gut, das war knapp, Alter. Das war knapp. Gut, ich guck mal, wie es dem anderen geht. Haben wir uns jetzt zwei Teams angegriffen? Weiß ich nicht. Sieht so aus. Wie sieht's aus, Einsatzbereit? Noch nicht. Sofort. Ich habe Munition. Oh, neuer Kontakt Richtung ganze Truppe. 15 Grad. 700 Meter. Kontakt 15 Grad, 700 Meter. Alle Feuer frei. Feuer auf erkannte Ziele freigegeben. Alle Einheiten zu dem Compound. Feuer, Feuer, Feuer. Achtet auf die Munition, damit ihr nicht alle gleichzeitig zur Versorgung geht. Boss, neuer Kontakt, 20 Grad. 800 Meter oder 700. 20 okay. Grad, der steht da, 700 Meter. Jo, 19. Bisschen. Kann ich Munition nachfassen? Ja, das hat. Peperoni für Catwalk sind gesammelt. Fahrtbefehle. Dort, okay, gut. Ja. Alles klar. Okay, Joker, gut, ihr seid die patrouilliert. Buhn? Buhn, zu mir. Sollen wir jetzt einen Patrouillegang machen? Ja, ja, gut. Gut, Buhn, komm. Ja gut, komm, dann beeilen wir uns, dass wir nicht so lange von der Front weg sind. So. Männer, jetzt ist die Zeit, falls ihr Munition, sonstiges braucht. Holt es euch jetzt, sprecht euch aber mit euren Kameraden ab. Fedli, ich habe jetzt 40 Granaten und genügend Munition fürs Schrotgewehr. Okay, unsere Befehle sind hier mit die Nordflanke zu halten. Wir werden hier an diesem Haus bleiben, das sieht ja ganz gut aus. Boone und Joker patrouillieren immer mal wieder durch den Süden, um zu gucken, dass da niemand anlandet. Ja, ich glaube, wir haben ja, ich glaube, die Russen kloppen sich gerade mit den Amerikanern, ne? Was ist das? Wo war's? Hörst du das? Ja, das sind die Russen, die kämpfen gegen die Amerikaner. Okay. Und da nach Nordwesten Ausschau halten. Da scheinen auch Felsrummer zu sein, die Stellung geben. Du meinst auf 010050. Ja, 051 so eher die Richtung. Weil bei der Villa haben wir vorhin auf jeden Fall Feinde gesehen. Den Boss hat's erwischt! Den Boss hat's erwischt! Nordwesten, Nordwesten! Albino MG besetzen! 080, 080!
Kontakt links, flinke Flanke. Nicht ein Tipper von MG. Podium, das ist hier da vorne. Albino, komm zurück. Bist du der Boss? Nee. Ich keine Hilfe haben. Mit dem MG hat man keine Sicht auf die Feinde im Nordwesten. Aber ich kann es mit den Handfeuerwaffen. Podium, kannst du mir Enteilung geben? Hier? Keine Enteilung. Ja, mir. Hier meine ich. Achso, ja gut. Ich habe kein Medkit dabei, aber. Ich habe eins. Ich roll mal, ich krieg mal zurück ins Haus da hinten. Ich hol Brainslash zurück. Soll ich noch einen mitziehen? Was oh, Brainslash wieder da. Was hat mich denn hier getroffen? Die haben das ganze Haus hier zerlegt. Womit denn? Mit einer RPG oder was? Keine Ahnung. Oh. RPG, small. Heiliger Odium, kannst du nachkommen? Ja. Aber die haben ja echt getroffen. Ich werde mich ganz am Ende zurückziehen. Snob wollte keine Hilfe. Was für ein ehrenvoller Anführer. Das wird jetzt länger dauern. Ich werde überleben. Das weiß ich nicht. Für heute vielleicht. Ja. Der braucht schon desinfiziertes Material. Ja, das ist eine Erfindung der Pharmaindustrie. Damit man alles nach 2 Jahren wieder wegschmeißt. Die guten Bandagen. Was ist denn jetzt der Plan? Sollen wir gleich ausrücken oder nicht? Ja, das war der Plan. Chatley, wenn du bereit bist, kannst du ausrücken. Ja, das ist. Joker Boon bei Gebäude vor Villa sammeln. War Bene. Ich fühle mich wie beim Italiener, danke sehr. Ich schmied uns mal eine Route kurz zusammen. Ich glaube, ich hab was. Drei Frontenkriege und die Amerikaner voll dazwischen, so gefällt mir das. Ich hab was. Ich hol die anderen eben. Ich hab die doch gerade angefunkt. Ja, siehst ja, dass die da sind. Boon! Achso, das. Was machst du hier? Ja, das ist ein bisschen verteilen. Kurz zur Munition. Ja. Oh, ein Joker. Gut. Einmal kurz Odium auch schnell auf Munition nehmen, bevor wir ausrücken. Ey, ich bin gut. Okay. Wir rücken aus. Ja. Ja, ihr vier. Ihr hört der Spätruppe. Ihr seid halt die Typen, die den Schwester haben. Also die. Da ich erwarte, wo ich eben aufgehört habe, natürlich bei der Explosion. Bei Villa Mara waren Feinde. Nördlich davon waren Feinde. Ach und scheiße, sind die HEDPs schon alle? Ja, ich hab genügend dabei. Ich würde das gerne sehen, dass sie über ja, ich hab noch 5 dabei. Ost vorrückt und dann quasi Rucksack. Im Südosten von Benio ja. auftaucht und vielleicht da den Feind zu schlagen. In Benio einzurücken wäre Selbstmord, weil vermutlich sind da jeweils USMC und Besnaz am Kämpfen, wie man das so hört. Und ja, wir müssen nur die Position halten, wenn nicht, ja. Mein Vorschlag, wir gehen über 008047 über Wasser. Da müsste eine kleine Furt sein. Was war das? 008
Eigentlich so viele. Ah, ich glaube das nicht unbedingt, die weil ich hab das ausprobiert. Du musst schon sehr nah an der Straße laufen und da seid ihr eigentlich schon gedeckt. Aber du kannst es gerne ausprobieren, nur wenn ihr dann Ausrüstung verliert, dafür kann ich nicht garantieren, dass das klappt. Ja, das wird klappen. Gut, wenn du sicher bist, dann kannst du es machen. Das bleibt gut. Okay. Du kannst dir das mal vorstellen. Aber wie gesagt, nicht so viel riskieren, Feind stechen, zurückziehen. Ja, ja. Wir sind die Guerillas. Ja, wir sind Guerillas. Die Wespen. Genau. So, dann einmal schnell genug mir nach. Erstmal Wolf. Viel Glück, Männer. Danke. Und sag meiner Frau, vergiss es, ich bin ja geschieden. Du hast doch gar keine Frau. Ja. Oder meinst du die Ziege, die hier hinter dem Hof stand? Oh, bitte. Achtung, ich will erstmal, dass wir jetzt hier großzügig die ganzen Flächen da scannen, ob wir irgendwas sehen. Was war das denn? Gegen 60 hatten wir gerade einen Vorkampf. Ne, gegen 80 so. Richtung, dahinter dem Felsen hatten wir eben Feinde und haben da einige Granaten hingeschossen. Richtung was? 50? 075, dahinter dem Felsen. Direkt am Rand von der, an der Küste. Alles ja. Klar, das werden wir ausräuchern. Wir haben aber eben schon einige Granaten hingeschossen, die sind ja vielleicht geflohen. Jetzt erstmal schnell hier runter. Die werden uns so lange bekämpfen, bis sie uns nicht mehr sehen. Dann rücken sie ein. So, wir sind da. Wir werden jetzt langsam im Keil Richtung 80 Grad vorrücken. Nicht im Keil, in der Raute. Raute? Ja, okay. So wie wir es besprochen haben. In einem Tetraeder. Okay, geht los. Ich mach die 6. Dann mach ich halt nicht die 6. Joker macht die 6. Ich hab schon Linie gebildet. Irgendwann werden den ganzen Leuten die Granaten ausgehen und dann kommt meine große Stunde. Hab noch jemand Granaten? Ja, ich. Tata. Das ist ein Lagerfeuer am Strand Richtung 1.0. Wird gekonnt ignoriert. Feind hört mit. Ja, das haben wir. Catwalk, hier Don Kanalie, Pepperoni, / Kaloin. Unsere Kampfgruppe wird sich nun dem Feind ehrenhaft dem Feld entgegenstellen. Wir werden die Hauptstraße nach Nord herauf marschieren. Wir erwarten von Ihnen Flankenschutz im Osten. Eine zielsichere Hand. Ende. Kontakt! Bei dem Felsen! Feinde auf 110 Grad am Ende der Küste. So verstanden. Alle verlagern, verlagern! Meter. Massive Ausfälle, alle zurückfallen. Richtung Norden direkt, sind auch welche. Die sind platt. Richtung Norden direkt, habe ich gerade laufen sehen. Okay. Die sind platt bei den Felsen, garantiert. Wir ja, aber Richtung noch mal. Norden sind auch welche, ne? Falls ihr es nicht gehört habt. Schnell geduckt, jetzt hier nach, wir müssen das checken. Alle und nicht Augen mehr sabbeln, nach, ja? Alle Augen auf den Osten. Hey. Hört ihr das nicht? Ich hab ja gleich.
Ja, aber das ist nicht der Rest nicht vorbei. Ja, da muss ich jetzt leider nicht kommen. Wir müssen erst hier ausschalten. Mann, jetzt hört mal auf zu sabbeln, die hören uns. Achtung, Norden! Friendly Fire! Aus, Treffer! Ergebt euch! So ein Sandfeuer auch am Boden. Radio von Dr. Rudi, bitte komm. Ich höre dich. Boden von Dr. Rudi, bitte komm. Ich höre dich. Kontakt! Ich höre dich auch!